So, liebe Leute, ich will mal von oben. Ich bin immer noch beim Konstantin und wir haben jetzt was ganz Besonderes für euch. Und zwar haben wir, glaube ich, so eine Waffe, von der der Entwickler wahrscheinlich gesagt hat irgendwann mal, also du bist was ganz Besonderes. Also eine schwer in Ordnung Waffe, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wer es kennt, aber sie ist in meinen Augen furchtbar. Ich sage nichts dazu. Also wir schießen jetzt mal und ja, habt Spaß. Das hier ist also die Mossberg 464 SPX Tactical Lever Action Rifle im Kaliber 22 Long Rifle. Wenn man sich von der sicherlich umstrittenen Optik mal löst, dann handelt es sich dabei um eine gar nicht so uninteressante Waffe, denn unter rein praktischen Gesichtspunkten gibt es doch einige Vorteile. Der ATI-Schaft ist in der Länge anpassbar und die Schaftbacke lässt sich in der Höhe verstellen. So kann man die Waffe genau auf den Schützen einstellen, was auch hilft, wenn man eine Optik auf der Waffe montieren will. Zur Präzision kann ich leider keine Aussage treffen, weil die elektronische Auswertung des Schießstandes nicht für Kleinkaliber ausgelegt war. Schaut man sich aber ein wenig auf YouTube um, ist die Präzision kleinkalibertypisch hervorragend. Ein interessantes Review zu der Waffe kam von einem Jäger aus den USA, der die Waffe tatsächlich jagdlich nutzt und ja, damit Federwild bejagt. In Deutschland machen wir das ja nur mit Schrot, andere Länder, andere Sitten. Ansonsten ist die Waffe komplett brüniert, hat wie gesagt einen Schubschaft, eine dreifache Picatinny-Schiene am Vorderschaft und kommt ab Werk mit offener Visierung. In das Röhrenmagazin passen 14 Schuss Kleinkaliber und der Lauf misst 18 Inch, also 46 cm. Konstantin und ich hatten beim Schießen Probleme mit dem Auswurf der Hülsen. Der Besitzer der Waffe Hofi, ihr kennt ihn vielleicht vom Discord, konnte das Problem aber schnell beheben. Sein Zitat dazu: Der Ami, der das zusammengeschraubt hat, hat anscheinend nicht richtig gefrühstückt. Die ganze Systemabdeckung hatte sich beim Repetieren hin und her bewegt. Hofi hat also einfach alle Schrauben nachgezogen und siehe da, nun werden auch die Hülsen beim Repetieren auch ohne Probleme ausgeworfen. So viel zur Qualitätskontrolle bei Mossberg. Das bringt uns gleich zur Frage, wie viel man für die Waffe auf den Tresen legen muss. Die Preise schwanken da ein wenig, aber für ca. 750 Euro wird man diese Waffe sicherlich irgendwo käuflich erwerben können. An den Abzug habe ich keine besonderen Erinnerungen, also wird er sicherlich nicht herausragend gut oder schlecht gewesen sein. Er tut, was er soll und das offenbar ohne erwähnenswerte Probleme. Interessant ist auch, dass sich der Unterhebelrepetierer nur abfeuern lässt, wenn der Repetierhebel wirklich in die Hand genommen und gedrückt wird. Unter dem Hebel befindet sich ein Stift und wenn dieser nicht gedrückt wird, löst sich beim Abziehen auch kein Schuss. Die Sicherung der Waffe befindet sich hinter dem Systemkasten. Es handelt sich dabei um eine Schiebesicherung, wie man sie auch von Flinten kennt. Ist die Waffe gesichert, lässt sich die Waffe trotzdem abschlagen. Es löst sich dann aber kein Schuss. Auch ganz interessant. Tja, was macht man jetzt damit? Auf jeden Fall günstig schießen, denn Kleinkaliber ist ja so die günstigste Munition, die man kaufen kann und um auf dem Schießstand ein wenig zu plinken, ideal. Die Optik ist sicherlich gewöhnungsbedürftig, keine Frage. Und um die Kommentarsektion noch ein wenig anzuheizen und das Video im YouTube-Algorithmus zu pushen, hier noch ein aktuelles Foto, das der Besitzer extra für euch eingereicht hat. Mehr Tactical Rimfire Lever Action geht einfach nicht. Diese Waffe hat einfach Eier. Danke an Konstantin von Foxedo.de und Hofi aus der Community für die Gelegenheit, dieses Video zu machen. Ciao Kakao und tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal. Schaut auch nochmal bei Foxedo.de vorbei. Vielen Dank. Ein ganz großer Spaß für die ganze Familie.